Jo Leute, ich begrüße euch zur 100. Ausgabe. Wahnsinn, wie schnell es vergeht, von meinem Wochenrückblick, was war los auf meiner Farm in Farmerama und sonstiges. Und weil es ja eine so tolle Zahl ist und nice, habe ich auch einen Gast dabei. Das freut mich auch. Zero Tasche. That's ein Pack. Hi. Ne, der eine oder andere kennt ihn wer vielleicht. Machst du ja auch Videos auf YouTube, kennt die bestimmt auch deine andere. Wenn nicht, dann schämt euch Leute, würde ich mal sagen. Ne, jedenfalls schauen wir einfach mal, was war denn los unter dieser Woche hier. Event, ja, Zero, magst du mit? Ich schätze mal nicht. Nö, sind mir zu viele Eventpflanzen. Ja. Wenn ich arbeiten muss, wie soll ich das denn schaffen dann? Ja, das kriegen wir auch wieder. Ich meine, das Mittelalterfest-Event, das ist ungefähr so toll und einzigartig wie ein Reis. Sag in China, also überhaupt nicht. Naja, aber... Aber Moment, du musst eins verstehen. Es gibt in der ersten Queststufe kein Superdünger, sondern Superfutter und das nicht wenig. Naja, ist jetzt ein Grund für dich, dass du die erste Stufe machst und dann gar nichts mehr. Ja. Naja, immerhin. Und es gibt einen Partydreh auch, wow. Den ich vielleicht irgendwann mal brauche, aber diese Ladeblumen da oder diese Blume da am Farmhüller drehe ich auch nie. Hast du schon eine? Ja, immer wenn ich mal Partydreh drehen will, ist die Ladeblume nie dabei. Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber man könnte für 8G, glaube ich, sofort wechseln, aber dann warte, aber die kommt irgendwie nie daher. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, warum ist sie denn da so selten? Ja, anscheinend. Wieso können sie noch nicht irgendwas hier bei den normalen Drehs reinmachen? Ich hätte ja noch 300 von diesen Drehs übrig. Mann. Aber die kann man ja nicht mehr ansammeln. Die könnten doch auch wieder die normalen Drehs machen. So dass man die auch wieder sammeln kann. Ja, aber nun gut. Es ist. Bei mir persönlich auf der Farm war diese Woche auch nicht viel mehr los. Ich glaube, da holst du mich vom Level auf der Farm bald ein, habe ich das Gefühl. Wie viel fehlt dir noch auf 88 vom Level her? Genug. Ich glaube, mir fehlen noch... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, aber genug. Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, du holst mich bald ein. Ich weiß nicht. Das kann sein. Aber auf Bahamarama glaube ich nicht. Aber welchen Level bist du auf Bahama? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was die da noch machen, dass das Korallenriff noch kommt, ob die dann wieder goldene Bananen kostet. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich für goldene Bananen oder für 500 Tulpkulden oder sonst irgendwas. So wird es wahrscheinlich auch wieder sein. In der letzten Tempelkammer. Oh ja, das ist wahrscheinlich wieder vorstellbar. Deswegen sammle ich auch immer eine goldene Banane, meine ganzen Zeug hier. Ja. Mal schauen. Na gut, sonst war ja auch wieder einiges. Das neue Forum ist auch gekommen, muss man sagen, diese Woche. Wie findest du das? Ja, ich habe ja erst gedacht, das wird jetzt auch wieder so unübersichtlich wie die anderen Bitcoin-Spiele. Hab ich ja gedacht, wa? Aber ist eigentlich doch ganz nett geworden. Oh ja, überhaupt. Und wie findest du es? Es ist wirklich krass irgendwie, muss man sagen. Ich habe mir jetzt zuerst gewundert, wieso kommt's nicht für Farmerama? Wieso kommt's nicht? Aber ich schätze mal, die haben sie extra für Farmerama dann was anderes überlegt, weil, Gott sei Dank, ich habe schon wieder die ganzen Schreie und Beschwerden quasi vor mir gehört. Aber da kann Big Point echt zufrieden sein jetzt hier mit neuen Formen. Weil das alte, das andere bei den anderen Spielen ist ja grässlich. Bäh. Wirklich. Ja, stimmt. Ja, neue Formen, gut gelaufen hier. Dann war ja wieder Wolkenlinien-Verkaufstag-Dingens, konnte man ja auch wieder kaufen hier. Neue für die Fraggle-Items. Aber ich glaube, du bist auch nicht so der Wolkenlinien-Fan. Vergesse ich meistens immer, die abzuernten. Ja, ich glaube, ich bin da auch ganz selten oben. Das Einzige, wo ich oben bin, ist wegen den Erntehelfer-Coupons. Da schaue ich einmal in der Woche rauf und sonst nie wieder. Ich fessel mich irgendwie nicht so. Könnt lieber ein zweites Spiel geben. Können die Spieluhr nicht Insel-EP geben? Ja, aber ich würde trotzdem... Wenn man die Spieluhren da aufstellen könnte. Ich würde es trotzdem auf der Rangliste sehen. Das wäre... Ich glaube, da ist mir der Erntehelfer-Kombo einfach zu viel wert. Auch wenn du den Erntehelfer nicht so gerne hast, muss man sagen. Ne? Ja. Ist gehandgewöhnt. Macht doch mehr Spaß per Hand, musst du doch zugeben. Naja, mir hat's 2 Jahre per Hand gut viel Spaß gemacht.
Aber irgendwann hat es mich nicht mehr interessiert. Und jetzt kaufe ich immer bei den Events Erntehelfer. Muss ich gestehen. War ja auch wieder Erntehelfer-Tage. Ja. Aber nun gut. War keine Superdünger-Sparaktion. Aber ich bin überrascht. Das ist gar keine Wochenendaktion dieses Wochenende. Ist auch krass. Wo ist sie nur hin? Nicht mal Suse Superdünger-Sparaktion. Ey, das ist echt krass. Ja, und das beim Anpflanz-Event. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Hast du schon einen Tick beiseite gelegt? Ja, sicher. Bin doch extra schon zur Bank gefahren. Ich hab mir doch auf die Superdünger-Sparaktion gefreut. Wer braucht schon... Davon hab ich so wenig, weißt du? Oh ja. Ich meine, wer braucht schon die super Mammutbäume da, die Superdünger bringen, wenn man sie auch kaufen kann für Tulpkulden? Ist ja viel praktischer. Ja, du wünschst dir den super Mammutbaum. Super Futter. Oh ja. Aber ist eine gute Frage, was glaubst du, wirst du vorher Mentor oder kommt vorher der Superfutter-Mammutbaum? Ich habe vom Mentor-System ja überhaupt nichts mehr gehört. Ich glaube eher, dass der Superfutterbaum dann kommt. Oh Mann, das wäre echt krass. Aber ich muss ja sagen, das ist krasses passiert. In letzter Woche habe ich innerhalb von wenigen Stunden 4 neue Küken dazu gekriegt. Und von den 4 neuen Küken sind 3 schon wieder völlig inaktiv. Das ist auch irgendwie komisch. Immer circa 3/4, glaube ich, von meinen ganzen Küken immer, die spielen nach einer Woche nicht mehr. Ist auch ein bisschen blöd. Keine Wunder, dass du kein Mentor wirst hier, wenn da keiner nachkommt. Schauen wir mal. Ist halt so. Was haben die sich nur dabei wieder gedacht? Oh ja. Hey, ich könnte aber wetten, weil Mentor-System ist eigentlich richtig, richtig genial, kann man sagen. Es gibt ja auch den Hausdrachen da ganz zum Schluss dann. Den es ja nur beim Morenzos Jahrmarkt zu spielen gibt, der ja sowieso irgendwie nicht mehr an die Ecke kommt. Und das ist schon richtig, richtig nice. Also könntest du den Hausdrachen theoretisch zweimal haben? Jo, kannst du zweimal haben. Kannst du hier beim Mentorshop auch spielen. Das ist richtig, richtig nice. Ja, toll. Wahrscheinlich dann ändern sie das wieder und dann 2 Wochen später wirst du Mentor. Könnt ihr drauf wetten, dass sie den wieder rausnehmen. Ja genau, dann tun sie den Hausdrachen raus. Der wieder mal typisch. Sonst war er wieder... Einen Tulpkuldenbaum als Ersatz reintun, nee, oder? Nee, das machen sie nicht. Das machen sie nicht, nie. Aber vielleicht kommt er irgendwo mal wieder, aber ich glaub's, vielleicht... Ja, schön wär's. In 10 Jahren. Vielleicht mal irgendwann, vielleicht gibt man diese irgendeinen Adventskalender, ne? Könntest du dir vorstellen? Letztes Jahr. Also, ich hatte ja gehofft, dass wirklich... Weil ja am Ende des Adventskalender waren ja wirklich saugute Preise drin. Da hatte ich echt Hoffnung, dass jetzt der Tulpkuldenbaum vielleicht drin ist. Hattest du das nicht gehofft? Ich hab's auch gehofft. Ich meine, es war ein Winterzauberteleskop, das hat mich schon überrascht. Viele geile Sachen, dann denkst du wirklich, oh mein Gott, jetzt 24, da wartest du wirklich. Ich habe ja auch, glaube ich, bis 0 Uhr gewartet und diese Minute abgewartet, wann ist endlich der 24, um diesen Adventskalender zu öffnen. Und dann... Und es... Ein Zauberbaum. Zauberbaum. Ist ja auch nicht schlecht, aber hat sich wahrscheinlich mehr erhofft. Vielleicht ein Superfutterbaum ja. Dabei. Wäre mal nice. Aber kennst du die ganz alte Famerama-Zeit mit den Basteltipps? Konntest du so ein Tor oh, Basteltipp bekommen? Das war so... Das war nicht nur einmal dabei, das war mehrmals dabei. Das war ein bisschen komisch. Glaube ich nicht. Ja. Nie gemacht, aber es war irgendwie lustig, muss man sagen. Ne, sonst war auch wieder Handwerkszutaten Verkaufsaktion. Hast du was gekauft? Nee. Ich auch nicht. Ich hab noch nie irgendwie Handwerkszutaten gekauft. Wirklich? Noch nie mal für Zucker? Für Marmeladier? Nee. Mhm. Das überrascht mich jetzt. Nicht mal Alraunen. Ja, das... Oh, scheiße. Die Alraun, die hätte ich gebrauchen können. Da sagst du was. Hast du nur 10.000 davon? Ich hab ja nur so 10.000. Ja, das ja eben. Müssen wir schon ein bisschen nachfüllen. Ich glaube, ja, wird auch Zeit. Der Alraunenbaum muss endlich mal kommen. Ich warte schon drauf. Sehnsüchtig. Oh ja, ich auch. Für Ersatz als Vogelbeerbaum, ne? Oh, ich bin so froh, dass das endlich raus ist. Nach den jetzt bei den kommenden Setzlingen kann ich mir jetzt beruhigt mehr Setzlinge holen. Das freut mich schon richtig hier.
Ein Traum, ein Traum. Dann kommen Retro-Setzlinge wohl wieder dabei. Ist. Oh Mann. Aber ich glaube, wenn bei den Retro-Setzlinge, das Schlimmste wäre bei den Retro-Setzlinge, dass der Gebob dabei wäre. Das ist die Frage, kaufe ich mir dann so viele, wenn ich die Angst habe, dann so viele Vogelwehrbäume zu bekommen? Wäre ja die Qual. Vielleicht kann ich dir die alle dann schenken, aber sonst hin und dort. Na gut, sonst war ja wieder ein Teil vom Monatspaket, konnte den Nau wieder kaufen. Großartig, habe ich auch nicht zugeschlagen, muss ich sagen. Und Mühlenabo. Hast du Mühlenabo gekauft? Das war auch. Das war auch. Dann habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das war auch wieder. Hä? Nee. Habe ich auch nicht gekauft. Habe ich aber nicht gekauft. Wird sich sogar lohnen, muss man sagen. So eine Superfutter herzustellen. Das lohnt sich schon einigermaßen, muss man sagen. Das ist schon nicht schlecht. Jo, sonst so die Woche gesehen, muss ich wirklich sagen, Win ist echt überraschend, das neue Forum für Famarama, das hat mich echt überrascht. Wird das auch dein Win so sein? Oh ja. Ist echt überraschend. Ja, ach doch. Und eindeutiger Fail ist, dass keine Superdünger Sparaktion dieses Wochenende ist. Eindeutiger Fail. Ja. Stimmt. Aber was ist denn hier eigentlich hier mit dem Noblionen-Batterien-Event da? Precise-Format. Dann kommt das eigentlich. Das kommt auch nie wieder. Ich glaube, das kennen sie gar nicht mehr. Wenn sie die fragst, die kennen das gar nicht mehr, glaube ich. Aber nun gut, ich glaube, da war alleine 2013 nur ein einziges Mal. Und jetzt 2014 auch noch gar nie. Das ist echt krass. Ja, da konntest du, meine ich, den Hundestall ergattern, oder? Ja, ich glaube. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das war richtig, richtig nice eigentlich. Ein schickes Event ohne Terrorpflanze. Und klar, dass sowas wieder seltener kommen muss. Ist ja immer so. Und da habe ich mal eine ganz spezielle Frage. An dich, vielleicht weißt du das, ja? Kommen eigentlich noch die Katzenwochen? Kann ich mir gut vorstellen. Die waren eigentlich in den letzten Jahren jedes Mal. Aber das wäre wirklich, wirklich nice. Zur Katzenwoche zu spielen die Katzenzucht. Boah, das wäre richtig genial. Und wie du mal gesagt hast, dann die größte Katze kennt Steve. Oh Mann, das wäre genial. Ja, als Zuchttier. Da würde ich mir, glaube ich, so viel Superfutter holen. Für dich wäre es doch schon ein Traum, wenn deine Cat Steve nochmal dabei wäre, oder? Oh ja, ey, das wäre richtig genial. Aber da habe ich ja so wenige, deswegen brauche ich da noch ein paar mehr. Naja gut, genau. Ich glaube nur 106 Stück oder so. Und mein Ziel ist wirklich Ziergarten voll und dann ist schon mal nice. Was sind deine Lieblingsitems in Famarama? Och Gott, da habe ich so viele Lieblingsitems, kann ich dir gar nicht sagen, du. Ich schätze mal Eiffelturm ist auch dabei. Ja. Allerdings wirklich. Ja, Eiffelturm. WM-Ballon. So richtig gute gibt es doch schon, die Realitäten sind. Oh ja, das stimmt. Deswegen habe ich einige. Die Frage ist, ich kriege ja oft Angebote, ob ich irgendwelche wirklich super Items abgebe, die wirklich viel wert sind eigentlich, weil sie wirklich nicht gerade jeder hat wie Sonnen oder sonst irgendwas. Für jede Menge Cat Steves. Da werde ich wirklich langsam weichen, muss ich sagen. Besonders naja. Kartenpavillon. Oh, wieso fasst du so auf dieses Item ab? Ich verstehe es nicht. Das ist ja nur ein Deko-Item. Ja, trotzdem. Weißt du eigentlich, wie schwer das war, das Gartenpavillon zu kriegen? Ja, das. Aber wieso? Aber wieso war das Item so besonders? Das frage ich mich aber wirklich, wo war denn das mal zu erhalten oder so? War das mal beim Event oder sonst irgendwo zu kaufen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich hab mal gehört, das gab es ganz früher mal Anfangszeit Famarama im Shop zu kaufen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ah, hab's nur mal gehört. Verstehe. Ja, kein Wunder, dass es dann so wenige haben. Wenn sie irgendwann mal für die Gier so zu kaufen fangen. Aber ich hab. Ja, wie viel Tollkunden hat das überhaupt damals gekostet, weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Wahrscheinlich so 50 oder so. Oder hat's Moospenny gekostet? Glaube ich weniger. Na gut, zu dem Zeitpunkt war Moospenny auch noch mehr wert. Aber Millionen noch der Wahnsinn. Und jetzt Chuck mit seinen 5 Milliarden oder so. Oh ja. Das ist ja richtig krass. Und ich habe nicht mehr... Besonders geärgert hast du dich, wenn du nie auf dem Markt Angora-Wolle gekriegt hast. Oh, das war so genial. Um jedes Ei da gekämpft. Da werden wirklich Erinnerungen wahr. Wirklich, wirklich krass, kann man sagen.
Nur gut, und sonst... Die alte Futtermühle. Wie die abgegangen ist. Die ja. Hin und her gewackelt ist. Ich fand's genial. Schade, dass es nicht mehr so ist. Aber ich glaube, bei der Scheune ist es noch so. Wenn man das aberntet, dann geht die Scheune voll ab. Sieht lustig aus, muss man irgendwie sagen. Gut, das nächste Event ist ja bald wieder der September. Ist dann auch wieder ein Comic-Event. Ja. Ist allerdings, muss ich leider enttäuschen, mit Terror. Wieder zwei Wempflanzen. Also wirklich nichts Besonderes. Zwei Wempflanzen, zwei Drop-Items. Kann man wirklich nur sagen. Der Kuckucks-Event ist auch wieder. Freust du dich darauf? Mit einer neuen Quest wieder. Oh ja, wahrscheinlich, schätze ich mal. Kommt eine neue Quest? Soll auch ein neues Kuckuck. Ja, doch. Soll auch ein neues Kuckuck dabei sein. Zu züchten. Oh ne, da wird ja dann wieder mehr. Ja, wahrscheinlich. Oder? Ich schätze mal. Mal schauen, wie viel dann gefordert werden bei der Quest selber. Was glaubst du, wird das nächste Zuchttier auf Bahamarama? Ich glaube, wirklich Elefant, muss ich sagen. Weil es sind damals auch schon die Bilder aufgetaucht von einem gelben und orangen Abbild vom Elefant. Vielleicht waren nur die roten und pinken ja noch nicht fertig und die kommen noch. Also ich glaube wirklich Elefant. Wie sieht's mit dir aus? Du wirst mich jetzt auslachen. Ich habe zufälligerweise, weil ich die auch für die Questen brauche und mir die Elefanten zu teuer sind auf dem Markt, habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass der Elefant der nächste Zuchttier da wird. Oder Faultier ein bisschen auch. Ja, Faultiere wäre irgendwie auch witzig, muss man sagen. Aber Faultiere habe ich so wenig. Und Faultiere hat ja kein Erzeugnis. Also eher wahrscheinlich unrealistisch. Aber wer weiß. Hm. Für Papagei ist natürlich auch ein guter Favorit. Aber ich glaube, was glaubst du, wird das nächste Zuchttier? Auch. Wird das nächste Zuchttier eher Farm oder Bahamarama? Ne, Bahamarama kommt, denke ich mal, dran, oder? Mal schauen. Was als Farm ja noch fehlt aus bei Zuchttiere ist ja... Da fehlt gar nicht mehr so viel. Nee. Ist der Biber? Biber, Esel und ja. V, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, er Farm, dass das nächste dann der Biber oder so wird. Dass dann Beißholz teuer wird, könnte ich mir vorstellen. Ja, das wäre auch wirklich mal eine spezielle Zucht. Eine richtig hohe Zucht, muss man sagen. Aber die Frage ja, ist, das wäre mal genial irgendwie. Oh ja. Wie bei der Panda-Zucht. Und Kamelzucht, aber ich glaube, die hast du noch nicht. Nee, Kamelzucht habe ich noch nicht. Ich brauche aber Kamel für den Hafen. Aber ich will im Moment keine goldene Banane rausspielen. Ich weiß ja nicht, was Korallenriff mit sich bringt. Oh ja. Deswegen da will ich erstmal ein bisschen sparen. Deswegen spare ich auch meine ganze goldene Banane. Ich glaube, ich habe rund 50 Stück jetzt bis jetzt. Aber man weiß nie. Ich bin ja, mir fehlen immer noch, ich glaube, ich habe seit einem halben Jahr bei dieser Hafenstatue da. Den Hafenquest nicht weitergemacht oder so. Ich weiß auch nicht. Ich hebe sie mir irgendwie auf, die ganzen goldenen Bananen. Dann im September ist auch wieder interessant. Stallmeister mit neuen Stall, den Hahnenstall. Was sagst du dazu? Es gibt schon einen Hühnerstall und jetzt kommt ein Hahnenstall. Hm. Sinnlos, oder? Ja, irgendwie hat man so das Gefühl, langsam gehen in die Ideen aus und die Tiere. Ja, aber wir haben noch keinen Giraffenstall. Ja, auf Bahamarama gibt es ja noch viele Auswahl. Ich muss mal sagen, noch viele Farben. Weiß nicht. Hahnstall. Das kommt als nächstes dann für die ganzen anderen Tiere auch hier. Die männlichen Stelle. Weiß ich nicht. Flamingo-Stall. Wäre auch nicht mal schlecht. Aber mir fehlt auch irgendwie, aber es passt leider nicht zu Bahamarama. Mir fehlt ein Pinguin. Mir fehlt ein Pinguin. Ich will einen Pinguin haben, aber das passt nicht zu Bahamarama, zum Tropeninsel. Da passt auch nichts auf eine Farm. Das ist irgendwie blöd. Hm. Oder welches Tier würdest du dir noch wünschen? Ja, das ist eine gute Frage. Tiere haben wir ja genug. Ich auch denke gut. Mal, wenn Bahamarama Giraffenstall macht, das hätte bestimmt was. Wenn die Giraffe dann auch so mit dem Kopf hinaus so hoch ist, hätte was. Ja, das wäre echt nice. Ich glaube, das kommt sicher irgendwann mal. Oder Krokodilstall oder sonst irgendwas. Das wäre schon nice. Sonst auch im September ist natürlich wieder Oktoberfest-Event. Mit da auch wahrscheinlich eine Wempflanze. Auch nichts Besonderes. Also wir sehen Wempflanze, Wempflanzen-Events, außer halt Kuckucks-Event. Und das finde ich nicht unbedingt nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Also September ist nicht auch unbedingt der abwechslungsreichste Monat, muss man ganz ehrlich sagen. Und was meinst du?
Kriegen wir in diesem Jahr nochmal den Gift and Trade? Ich muss sagen, ich hätte eher gedacht, dass er irgendwann im Oktober wieder ist und dann war es das für das Jahr, aber der kam jetzt wirklich dann innerhalb von 2,5 Monaten wieder. Jetzt glaube ich auf jeden Fall, dass er diesen Monat noch kommt. Vielleicht im November. Oder vielleicht im Dezember. Wieso wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk? Ja. Weihnachtsgeschenk mit Kurbutterbaum wäre schöner. So, und sonst gibt es auch dazu, glaube ich, nicht mehr zu sagen hier. Rund um Famarama, was los war diese Woche, bliblablub. Du noch irgendwas zu sagen, was los war mit dir? Mir fällt auch nicht mehr ein. Sonst könnt ihr natürlich noch teilnehmen an meinem Wochenendgewinnspiel auf meiner Seite. Bliblablub. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser 100. Ausgabe. Ich sage vielmals danke, Zero-Tasche, hat Spaß gemacht, dass du dabei warst. Natürlich auch auf Zero-Tasches Kanal vorbeischauen, wenn ihr nicht kennt. Und so weiter und so fort. Und damit soll es doch auch schon wieder gewesen sein. Gut, danke. Ciao. Tschüss.